Ich freue mich sehr, dass ein Haufen Leute gesagt haben, wir wollen doch noch was über Specials hören. Auf dem Weg hierher habe ich mich wirklich überlegt, Mensch, das kann doch gar nicht sein, Specials brauche ich gar nicht vorbereiten. Weil lustigerweise habe ich schon 2010 mal einen Vortrag gemacht zu dem Thema Foursquare Specials. Was ist eben so ein Unterschied zu den anderen Plattformen, bei denen man einchecken kann oder was ist überhaupt einchecken? Und ich war heute Morgen wirklich so darauf gefasst, dass vielleicht drei Leute sagen, Mensch, wir sind absolute Newbies, erzähl mir das doch mal. Und dann doch sehr erfreut, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ja, Foursquare kenne ich vielleicht oder auch nicht. Aber dieses Check-in-Thema, das ist dann doch nochmal ein bisschen unbekannt für mich. Ich finde Doris Huppe auf Social-Media-Kanälen auch unter München zu finden. Ich mache in München auch den Social-Media-Club München und bin freie Beraterin. Aber das ist jetzt hier auch kein Beratungsvortrag, sondern eigentlich ein, ich habe mir viele Sachen zu den Check-ins überlegt und ich will es euch weitererzählen. Ja? Achso, Mikro. Wenn es rot ist, heißt es schon mal anders. Ja. Ja? Ja. Wow. okay, also, dann legen wir los. Foursquare Specials. Wir haben heute ja schon einiges über Foursquare gehört. Es gibt wahrscheinlich niemanden mehr im Raum, der sagt, Foursquare, ich weiß gar nicht, was es ist. Gut. wie kommt man überhaupt auf das Thema Specials? Und es gibt eine kleine Problemlage und das sind, wir haben es oft damit zu tun, dass wir unsere Kunden eigentlich gar nicht kennen. Sagt man ja, Friseur, nee, der Friseur kennt seine Kunden ziemlich gut, der hat sehr viel Zeit mit ihm, die er verbringt. Er muss sich Karten anlegen, was die Haarstruktur angeht, was die Farben angeht, was die Schnitte angeht, etc. Die kennen ihre Kunden sehr gut. Aber es gibt einen Haufen Läden, Restaurants oder auch Cafés, wo viele Menschen ein- und ausgehen, aber der Betreiber überhaupt gar nicht weiß, wer sind eigentlich meine Kunden, beziehungsweise wer ist eigentlich mein bester Kunde. Was ist eigentlich unter den ganzen Menschen, die von verschiedenen Servicekräften auch bedient werden, derjenige, der jeden Tag kommt oder der jede Woche kommt? Das bekommt man oft überhaupt nicht mit. Und da können uns jetzt diese Foursquare Specials helfen, um Dankeschön zu sagen, um zu sagen, hey, prima, dass du so ein guter Kunde bist, wir wollen dir auch was Gutes tun. Und das kann man natürlich auch mit Kundenkarten tun, das können wir mit so 10er Stempelkarten tun. Oder das können wir auch mit Gutscheinen tun, was auch einige Läden machen. Dass wenn man halt eine Stempelkarte hat mit 10 Mal abstempeln, bekommt man ein Goodie. Aber fassen wir uns mal alle selber an. Wer hat ständig die Stempelkarten dabei? Wer hat ständig die Kundenkarten dabei? Wow! Also ich muss immer wieder feststellen, man wird gefragt und so, ja, habe ich vergessen. Insofern ist dieses Foursquare schon nochmal ein Tool, wo das im Hintergrund passiert und ich muss jetzt nicht unbedingt dem Kunden eine Stempelkarte mitgeben, sondern macht das auch nur. Das Foto ist übrigens von dem Herrn Krapfeis, insofern geschützt, insofern, wenn dann mit dem Vermerk mit angeben, danke. Also ich habe es von dort für Präsentationen heruntergeladen. Gut. Die Foursquare Specials, die bieten uns jetzt die Möglichkeit, sozusagen digital mit unserem Kunden einen Händedruck zu ermöglichen. Also dass man wirklich sagt, ich habe dich erkannt, du bist der Herr Huber, du bist die Frau Müller, du bist jetzt schon zum 10. Mal da und ich möchte dir auch was Gutes tun. Und er erlaubt auch, dass eben über die digitalen Kanäle derjenige auch sagt, hey, dieser Laden ist gut, der gefällt mir. Und das hilft mir natürlich als Geschäft auch durchaus weiter. Dann haben wir ja schon was von den Badges gelernt. Das heißt, wenn die Menschen mit Foursquare sehr viel interagieren, dort bestimmte Dinge tun, bekommen sie spielerisch, Gamification-Ansatzmäßig diese Badges verliehen, dass sie eben super fit sind, wenn sie ständig in Fitnesscentern einchecken oder man bekommt so einen schönen Kaffee-Badge, wenn man die ganze Zeit in irgendwelchen Cafés oder Bars mit einem Kaffeeröstereien eingecheckt hat. Und wir wollen aber jetzt die Specials angucken, die ein bisschen mehr noch als diese Badges sind, sondern die wirklich die Interaktion zwischen dem einzelnen Laden und auch den Benutzern herstellt. Da gibt es dann zum einen das Special, ich habe das mal das erste Mal genannt. Das heißt, wenn ich irgendwo mal zum ersten Mal einchecke, wie zum Beispiel beim Chaos Computer Club in München, dann bieten die mir ein Special an. Das Special erkenne ich daran, dass ich hier so einen orangenen Ribbon an der Seite habe, an dem ich erkenne, es gibt hier ein Special, da kann man dann draufklicken und kriegt erzählt, was das Special ist. Und das Special an diesem Fall ist, man bekommt eine Tour durch den Chaos Computer Club in München. Das heißt, es muss nicht immer der Gratis-Kaffee sein oder 50 MB, was wir heute gelernt haben,
Datenvolumen, sondern es kann auch so eine Geschichte sein, wo man sagt, okay, nicht jeder bekommt im Chaos Computer Club in München eine Haustour, aber derjenige, der eincheckt, der sagt, ja, ich war hier, das ist das, was hier unten jetzt leider vom Laptop verdeckt ist, Dankeschön fürs Einchecken, weil ich sage danke, dass jemand bei mir eingecheckt hat, seinem Netzwerk erzählt, dass er bei mir gewesen ist, die vielleicht sonst überhaupt nicht mitbekommen haben, dass der Chaos Computer Club in München ist, ja? Wir machen das bei uns im Sportverein, also das kann man auch nicht nur als Dienstleister nutzen, sondern auch als Sportverein, wenn bei uns einer zum ersten Mal eincheckt und der hat Interesse, gehe ich mit dem eine Runde segeln. Wow, auch ein schönes Angebot. Also kreativ sein ist hier, denke ich, auch so ein großes Thema. Und da kommen wir aber gleich nochmal drauf, dass es leider nicht so ist, dass die Leute hier so kreativ sind, sondern eher so Standarddinge bedienen. Aber das zum Beispiel ist auch so ein Beispiel dafür, hey, das ist was anderes. Also da kann man gleich sehen, ich bekomme was Besonderes, wenn ich meinem Netzwerk erzähle, dass ich hier bin. So sieht das auf dem Handy aus, das ist jetzt ein anderes Special, aber egal, weil zum Beispiel hier im Dortmunder U, wenn ich hier einchecke, bekomme ich auch sofort ein Special angezeigt in meinem Handy. Und ich darf jetzt hier 50% Rabatt für eine Ausstellung wahrnehmen, was natürlich schon eine ganz nette Geschichte ist. Und soweit ich verstanden habe, ist das auch bei jedem Check-in. Also nicht nur einmal, wir hatten ja heute Morgen eine Session, da ging es darum, wenn ich beim ersten Mal eingecheckt habe, habe ich ein besonderes Goodie bekommen. Hier habe ich es so verstanden, oder zumindest verstehe ich die Beschreibung des Specials so, dass es jedes Mal so ist, was natürlich auch eine höhere Bindung bringt. Ja, bitte? Müsste eigentlich. Genau. Wenn nicht, bitte melden. Und das ist natürlich auch eine coole Nummer, weil wenn ich dann weiß, wenn ich einchecke, bekomme ich sofort 50% Rabatt, komme ich vielleicht auch öfter. Ja, weil je nachdem, hier ist der Preis noch moderat, aber es gibt ja durchaus auch mal Ausstellungen oder auch der Zoo, wo es recht teuer ist, wenn man da hingeht. Und dass man halt das belohnt, dass der Mensch, der jetzt hier eingecheckt hat, der anderen sichtbar gemacht hat, dass er bei dieser Location ist, dafür eine kleine Dankeschön, eine Belohnung direkt in die Hand gibt, hier sofort, dass es günstiger ist. Jetzt sind wir schon bei diesem normalen Check-in. Hier das Beispiel von dem DDR-Museum, auch die haben so ein Check-in. Und hier bekommt man auch eine Reduzierung im Eintritt. Und das ist sozusagen natürlich auch das Dankeschön für das Teilen der Location. Weil wir wissen ja, Foursquare ist ja nicht nur alleine mit dem Foursquare-Nutzer, sondern Foursquare hat auch Connections zu Twitter und zu Facebook und zu Instagram. Und nicht jeder benutzt es, aber der ein oder andere dann doch. Und so kann man natürlich auch hoffen, dass die Nutzer, wenn sie einchecken bei mir in der Location, eventuell auch ihrem Twitter-Kollegen oder ihrem Facebook-Netzwerk davon erzählen und es weiterreichen. Und das ist für mich natürlich auch als Betreiber einer Location eine Mund-zu-Mund-Propaganda, ein Empfehlungsmarketing, was nicht zu unterschätzen ist. Und sonst kommt man da auch schwer dran. Was haben wir noch für ein Special? Die automatische Stempelkarte. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, dass man irgendwie mehrfach Besucher ist und auch dafür kann man ein Special anlegen. Beispielsweise ist hier die Niederlassung aus München, auch eine Kneipe, die sehr im Herzen von München liegt und von vielen Agenturen umgeben ist und deswegen auch einer der umkämpften Locations in München ist. Und die haben sich so ein nettes Special einfallen lassen. Wenn man hier 10-mal hinbekommt, ist das Dankeschön fürs Wiederkommen, bekommt man halt einen Drink umsonst, egal was auf der Speisekarte steht. Manchmal haben die noch so Sonderspecials, wenn man zum Beispiel mit 10 Leuten gleichzeitig eincheckt, bekam man auch jeder ein Freigetränk. Also die lassen sich da immer wieder was einfallen. Es gab auch mal ein Special mit dem berühmten warmen Schokoladenkuchen der Niederlassung. Also es muss nicht immer die Wahl des Getränkes sein, es kann eben auch irgendwas anderes Besonderes sein, wo die Leute dann auch sagen, Mensch, Schokokuchen, das twitter ich ja eher mal oder instagramme das oder sonst wie, als wenn ich jetzt irgendein Freigetränk bekommen habe. Also auch da ist interessant, dass man sich hier durchaus unterschiedliche Sachen einfallen lässt und nicht nur einen Standard macht. Aktuell haben Sie das. Ja, gerne. Wie gehen die denn damit um, dass Leute am Schaufenster vorbeigehen und einchecken, wo sie nicht drin sind und konsumieren? Also dann kann man ja, wenn man jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit vorbeigeht, checkt man jedes Mal ein, geht dann am 11. Tag hin und holt sich ein Freigetränk ab. Geht das? Also können die das verhindern? Ich meine, das müsste ja gehen eigentlich. Naja, sagen wir mal so, die Niederlassung ist nur abends offen. Ja. Und wenn man jetzt tagsüber eincheckt, das sieht man ja, also ich kann ja als Betreiber sehen, zu welchen Uhrzeiten eingecheckt worden ist und wenn ich dann schon sehe, der User sowieso ist da auf meiner Liste, dass er ständig am Nachmittag oder morgen schon eincheckt, dann kann ich mir den ja merken.
Ja, das ist klar, aber es war jetzt ein Beispiel. Ja. Gibt ja auch andere Möglichkeiten. Klar, also kennt das jemand aus Deutschland, dass das schon ein Riesenproblem ist? Also du kannst, wenn du sowas verwaltest, kannst du dir die Check-ins auch angucken und die Leute auch rausschmeißen. Das heißt also, diese Drive-by-Check-Inner, die in deinem Laden einchecken um Mitternacht, wenn der Fachmann schließt, die werden rausgeschmissen. Und ich weiß jetzt von einer gewissen Kaffeerösterei, deren Namen wir heute, glaube ich, nicht nochmal erwähnen, sonst müssen wir Sponsor noch werden. Da kennt der Besitzer und das Personal die Leute. Und wenn da jemand dann auftaucht und sagt, ich war jetzt hier schon 7-mal da und der kennt den nicht, dann weiß er, das ist nicht richtig. Also der schmeißt aber auch die Accounts, die er nicht kennt, raus. Das heißt, die kommen gar nicht eigentlich erst in die Chance dazu. Ja, die Beweisführung ist halt schwierig, ne? Ist ein bisschen, also dann setzt du dich mit dem Kunden auseinander und hast ihn eher für immer verloren, als dass du ihn gewinnst mit so einer Aktion. Ja, Moment, die Frage ist ja, ob es ein Kunde ist. Wenn es gar kein Kunde ist, sondern nur ein Schnäppchenjäger, der eigentlich gar nicht richtig Kunde ist, sondern nur irgendwas Günstiges mitnehmen will. Wird er sich auch nicht beschweren, genau. Also ich glaube, man wird schon merken, wie die Reaktion ist, ob man genau einen Schwarz getroffen hat und wie man einen Kunden hat, der eher so ein Drive-by Einchecker ist oder nicht. Aber tatsächlich habe ich bisher noch nicht gehört, dass es in Deutschland so ein Riesenthema ist. In den USA ist es das eher. Und wie gesagt, dazu ist es wichtig, dass man sich natürlich auch die Check-ins anschaut, ganz klar. Mhm. Also nur hier anlegen und dann nie wieder in die Verwaltung reingehen, ist halt auch tückisch. Genau, you are here. Und wenn wir hier sind, dann können wir zum Beispiel auch Mayor werden. Also ich bin jetzt heute nicht hier Mayor geworden, das ist woanders. Aber es kann halt passieren, wenn ich jetzt so oft schon eingecheckt habe, zack, bin ich Mayor. Viele sagen in Deutschland immer der Major, das ist der Mayor, das ist nämlich der Bürgermeister. Also Bürgermeister heißt dann, man hat halt von den ganzen Menschen, die schon mal bei dieser Location eingecheckt haben, mit am häufigsten eingecheckt. Früher war es so, dass es wirklich einfach nur nach Masse der Eincheckdaten gegangen wurde, was hieß, wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter ständig eincheckt, dann ist er natürlich auch für Ewigkeiten Mayor und kann fast überhaupt nicht mehr von dem Kunden die Mayorship abgenommen bekommen. Deswegen gibt es in manchen Firmen dann auch schon die Anweisung an die Mitarbeiter, vielleicht nicht jeden Tag einzuchecken, damit andere auch nochmal eine Chance haben. Sie haben aber auch inzwischen das Regularium ein Stück weit verändert. Das heißt, heute ist es nicht mehr so automatisch. Mir ist sogar so gegangen, ich war in meinem Coworking Space der Mayor und dann wurde das Verfahren ein Stück weit verändert und dann hatte ich es echt schwer wieder Mayor zu werden. Ich so, hallo, was ist denn jetzt hier los? Also man hat da ein bisschen gelernt und auch anders gestrickt, ja. Kannst du, wenn du Admin bist, von den Wendy auch bestimmte Leute sagen, das ist ein Mitarbeiter? Genau, das ist dann wieder die Verwaltungsmaske, wenn man dann stärker reingeht. Das erste war halt, dass man dann sagt, hier, check vielleicht nicht ein, was aber auch blöd ist, weil ich vergebe mir natürlich in dem Moment auch, dass meine Mitarbeiter Promotion für die Location machen, die sie ja vielleicht auch gut finden. Und indem ich sie dann gleich von diesem Mayorship ausschließen kann, was es eben auch am Anfang nicht gab, aber was inzwischen dann eingebaut worden ist, habe ich jetzt eine Chance, dann wirklich den Kunden eine Chance zu lassen, was ja auch wichtig ist, denn darum soll es ja auch ein Stück weit gehen. Wenn ich jetzt der Mayor bin, dann gibt es manchmal noch so Mayor-Specials, so sieht dann die Meldung auch aus. Und man kriegt auch erzählt, wem man das Mayorship abgenommen hat. Auch die Person bekommt die Nachricht, das ist dann so dieser spielerische Ansatz, so nach dem Motto, ich habe meinen Bürgermeisterstatus verloren, jetzt muss ich ja vielleicht unbedingt nochmal hingehen, um den wieder zurückzubekommen. Hier wird dann auch nochmal gleich vom Mayor irgendein Tipp mit rübergebracht, also dass man nochmal sieht, warum ist die Location eigentlich begehrt, was ist an der spannend. Und ich kann jetzt dann diesen Mayor auch besonders belohnen. Und hier ist es so, dass man hier eine Gratis-Tageskarte bekommt in dem Dortmunder U, wenn man hier Mayor geworden ist. Also wenn ich vorher schon immer die Reduktion auf meinen Tarif genutzt habe, hier ständig eingecheckt habe und zu Besuch gekommen bin, zu den wechselnden Ausstellungen, dann kann ich es halt schaffen, Mayor zu werden und kann dann den ganzen Tag auch eine Tageskarte haben für ganz umsonst. Das sind halt die Möglichkeiten, die man hat, um diesen Mayor neben dem normalen Check-in-Special auch zu belohnen dafür, dass er halt wirklich ein sichtbar guter Kunde ist, weil natürlich dieses Mayorship wird auf den verbundenen Kanälen mit diesem Krönchen auch weitergeleitet. Wenn man sagt, ja, wenn ich so ein Badge bekomme oder wenn ich ein Mayorship bekomme, dann sollen das meine Leute auf Twitter und Facebook auch wissen. Und dann steht da ja nicht nur drin, dass sie Mayor geworden sind, sondern natürlich auch zu welcher Location. Und damit habe ich natürlich auch schon wieder als Betreiber einer Location ein Stück weit ein Empfehlungsmarketing angestoßen. Was ist jetzt aber wichtig an der ganzen Geschichte? A, dass man überhaupt nur weiß, dass es diese Check-ins gibt. Ich stelle halt sehr häufig fest, dass Unternehmen das noch gar nicht auf dem Radar haben. Sie sehen zwar, dass irgendwelche Leute irgendwie bei ihnen einchecken, aber wissen nicht genau, was da eigentlich passiert.
Aber die andere Geschichte ist auch, es gibt wiederum welche, die legen eine Force per Location an, aber keiner weiß es. Weil sie sprechen nicht mit den Mitarbeitern drüber, sie sagen es nicht dem Kunden. Da hilft dann schon mal dieser Aufkleber. Mittlerweile ist der Bestandteil von dem Foursquare Business Package, dass man halt diesen Aufklebervorlage runterladen kann, dass man die bei sich aufhängt. Und es gibt halt genauso wie bei Facebook Likes, auch die bekommt man nicht von alleine. Ja, es gibt halt vielfältige Möglichkeiten, wo ich im Laden kurz darauf hinweisen kann, an der Kasse mit einem kleinen Kärtchen oder irgendwas oder an der Speisekartentafel, habe ich mal auch gesehen. Da hatten sie dann drauf geschrieben, wir haben hier freies Wi-Fi, mei, ist doch ein schönes Goodie, like uns doch auf Facebook und erzähl es den anderen. Ja, das könnte natürlich genauso auch stehen hier, erzähl auf Foursquare, dass wir hier ein tolles Wi-Fi umsonst haben und vielleicht bekommt man dafür dann auch fürs Check-in irgendein Freigetränk. Es gibt noch weitere Materialien bei Facebook, Foursquare Business. Und zwar ist das ein Flyer für die Kunden. Bei vielen Kunden ist natürlich auch so, die haben Smartphones und wissen auch nicht unbedingt, was sie damit tun. In meinen Vorträgen ist häufig so, dass ich den Menschen erst erkläre, was für einen tollen Computer da in ihrer Handtasche mit sich rumtragen und gar nicht wissen, was der für interessante Informationen ihnen liefert. Und auch denen muss man oft noch erklären, Foursquare ist das und das und so funktioniert das und das ist ein Special, weil auch wenn jemand Foursquare nutzt und nur schaut, was hat denn mein Netzwerk in den verschiedenen Locations, wo ich mich gerade befinde, so in der Vergangenheit getan, viele wissen gar nicht, dass es auch noch diese Specials gibt. Das ist denen noch gar nicht so aufgefallen, weil leider Henne-Ei-Problem, wenn natürlich wenige Locations Specials anlegen, merken die Nutzer auch nicht, dass es sie gibt. Und dann gibt es auch hier noch, ganz wichtig für die Mitarbeiter, so einen netten Flyer, auf dem man halt, der ist jetzt in Englisch, in Deutschland braucht man den natürlich auf Deutsch, wo erklärt wird, was ist denn dieses Foursquare Special. Und als ich, glaube 2011 mit meiner Mutter im Sendlinger Straße in München im Starbucks stand und meine Mutter, hast du jetzt wieder dein Smartphone rausgezogen, was machst du denn da? Ja, ich habe jetzt hier eingecheckt, ja, was ist denn das? Und dann habe ich ihr erklärt, was ich jetzt mache, und dann zang, kam hoch, yeah, sie haben jetzt das Mayorship hier gewonnen und für ein Mayorship bekommen sie einen Frappuccino und so. Und ich sage zu meiner Mutter, boah, guck mal, hier in der Schlange, schau mal, jetzt siehst du, das bringt was, weil ich jetzt hier eingecheckt habe, bekommen wir jetzt ein Getränk umsonst. So, haben wir uns schon voll gefreut, ich habe meine Mutter überzeugt, super. Ja, bis ich dann mein Handy der Dame an der Cafeteria entgegenstreckte und sie so meinte, was ist denn das, habe ich ja noch nie gehört. Was soll das sein? Ach, das mag es vielleicht in den USA geben, aber hier nicht. Gut, es war 2011, ich sehe es ihr nach. Aber mir hat das nur gezeigt, es ist halt super wichtig, wenn wir solche Specials anlegen. Wir müssen halt einfach auch sicherstellen, dass jede Arbeitskräfte, die da sind, und seien es auch Studenten oder Aushilfskräfte etc., dass sie halt wissen, wenn jemand damit kommt, A, ist es wirklich ein Special von uns? Und woran kann ich sehen, dass es auch wirklich gerade aktuell gemacht worden ist und nicht ein alter Screenshot oder irgendwas ist? Dazu noch eine Anmerkung. Ja, gerne. Ich war vor 2 Jahren in Amerika und da wird natürlich Foursquare deutlich häufiger genutzt. Da haben wir es aber auch öfters erlebt, dass die Angestellten davon nichts wussten. Aber im Gegensatz zu Deutschland, coole Sache, da kriegt man was umsonst. Die haben es einem sofort gegeben, ohne zu überprüfen, ob das denn stimmt. Dass wir uns schon fast überlegt haben, wir machen jetzt irgendwelche Screenshots und die so aussehen, aber haben es dann natürlich nicht gemacht. Also da ist eine andere Mentalität. Ich weiß zwar nicht, wie die das dann verbucht haben, aber hat wohl geklappt. Das ist halt dieser Riesenunterschied, dass halt diese Arten von Belohnungen, auch dieses Badges-System, das ist halt in der amerikanischen Kultur super normal und sehr, sehr bekannt. Deswegen, wenn da jemand kommt, sagt man sich, ja klar, logisch, das ist eine gute Idee und das haben wir bestimmt gemacht. In Deutschland sagt man so, loben? Nicht geschimpft, ist auch gelobt. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Also bei uns ist halt eher so dieses nicht geschimpft, ist auch gelobt. Man muss es auch erstmal lernen, auch lernen, um Lob zu bitten. Weil mir sagen dann Kunden schon mal, ich kann doch jetzt nicht hier hinschreiben, like mich auf Facebook, check in auf Foursquare, wie sieht denn das aus? Ich kann doch nicht darum betteln, dass das jemand tut. Ja, doch. Und wenn man es nicht tut, wer tut es dann? Also das macht ja kein anderer. Und wir denken, wir Deutschen sind leider auch oft so, dass wir nicht unbedingt von selber auf die Idee kommen, boah, ich finde den Laden cool, ich tue dem was Gutes, ich mache hier einen Tipp auf Foursquare. Wer von euch hat einen Tipp hinterlassen auf Foursquare? Sehr schön. Danke. Weil das ist total wichtig, auch für mich als Nutzer. Ich finde das klasse, wenn wir alle Tipps hinterlassen. Aber das ist halt auch so ein Punkt, den viele nicht sehen. Sie nutzen viele Dinge. Ich kenne auch viele, die einfach sagen, ich nutze,
aber ich gebe nichts in dieses Netzwerk hinein, wo ich dann sage, ja, wovon soll es denn dann leben? Das ist so ähnlich wie eine Wikipedia, wo alle lesen und keiner schreibt. Da war noch eine Meldung. Ja, hast du deine Mutter dazu gekriegt, da auch mitzumachen? Die hat kein Smartphone. Die wollte kein Smartphone, also das, sie ist dann doch bei dem ganz klassischen Handy geblieben. Ja, ich glaube, das ist ja die kluge Frage an der Stelle. Ja. Kennst du Leute, die nicht, wie hier alle, die hier sitzen, das nutzen, sondern wie kannst du den momentanen Nicht-Nutzer dorthin? Das schaffe ich. Also ich habe sehr häufig einen Vortrag, der heißt unterwegs arbeiten oder effizient unterwegs arbeiten, irgendwie so eine Spielart. Und da geht darum, dass wir eben ein super tolles Computerchen in unserer Handtasche haben, was uns wahnsinnig viele Dinge erleichtern kann, wenn wir die richtigen Apps geladen haben. Und ich stelle eben eine Reihe Apps vor, die einem helfen, seinen Business-Alltag besser zu bewältigen. Eine davon ist zum Beispiel Foursquare. Und da gibt es viele, die hinterher zu mir gekommen sind und gesagt haben, das weiß ich A, endlich mal, was mein Smartphone kann und ich werde jetzt Foursquare-Nutzer. Oder B, die Leute, die vorher gesagt haben, Smartphone, was soll ich denn bitte damit? Die wirklich gekommen sind und sagen, ja, super, jetzt weiß ich, was ich damit tun kann. Und im Unterschied zu Google Plus, natürlich kann ich mit Google Maps und Google Plus, Google Local Pages, Lokationen finden. Aber es ist halt eher Bewertung auch oft von Menschen, die ich gar nicht kenne. Und auf Foursquare ist es ja so, dass ich halt auch sehen kann, wer aus meinen Bekanntenkreisen hat jetzt tatsächlich diese Location gut gefunden oder einen Tipp hinterlassen. Und das ist für mich ja auch nochmal eine ganz andere Wertung, weil ich weiß zum Beispiel, jemand ist ein absoluter Fleischesser, ja, und wenn der einen Laden super findet, dann kann ich mir mal ungefähr vorstellen, wie die Speisekarte ausschaut. Und wenn jemand eine Veganerin ist oder ein Veganer, ich will jetzt gar nicht geschlechtsspezifisch werden, dann kann ich halt genauso ablesen, wenn sie sagt, der Laden ist super, dann kann ich mir auch ungefähr vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie einen Hunger auf ein Rippchen oder irgendwas hätte, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die richtige Location für mich. Ne? Also insofern, man kriegt ja viel mehr Bewertung aus diesem ganzen Umfeld da hinein, als man das auf anderen Plattformen bekommt. Und ich habe eben diese Chance, auch noch dafür zu sorgen, dass man dann popular wird, beziehungsweise mit diesen Specials meinen Kunden etwas Gutes zu tun, was es eben leider auf Google Plus und auch auf Facebook, wenn ich dort bei einer Seite einchecke zu einer Location, auch nicht kann. Also das ist etwas, was wirklich sehr unique bei Foursquare ist und ich finde, das ist auch ein sehr schönes Momentum, Dankeschön zu sagen, für ein bestimmtes Empfehlungsmarketing. Gut, wir hatten die Session schon, als ich die Prinzip vorbereitet habe, da wusste ich nicht, in welche Reihenfolge wir kommen, aber falls jemand heute Morgen nicht in der Session gewesen ist, und da gibt es wahrscheinlich auch eine Aufzeichnung zu, ganz konkret auf Beispiele von Unternehmen ist der Sebastian heute Morgen eingegangen. Ansonsten können wir sagen, keep in touch und freue mich natürlich noch auf Fragen oder Austausch oder wenn jemand sagt, hey, ich habe eine Location und wir hatten einen super Case, wie wir das Ganze gut hingekriegt haben, gerne. Eine Location dabei, die gesagt hat oder die sagen kann, hey, wir haben das super gut bei uns gedreht. Ja? Das ist auch so schade, weil ich habe halt auch einen Haufen Kunden, aber die sagen immer, nee, das, weil wir schielen immer auf Nutzerzahlen, aber es ist auch wieder Henne und Ei. Ja? Wenn ich halt nicht die Nutzerzahlen bringe, wir hatten heute Morgen auch schon die Diskussion darum, welche Nutzerzahlen haben wir, dann würden wir die runtergebrochen nach Städten. Auch schwierig, wenn wir dann natürlich nicht die entsprechenden Zahlen auch von den Plattformen kriegen, ist es sehr schwierig, da im Dunkeln zu arbeiten und viele sind halt sehr zahlengetrieben. Ich denke mal halt, manchmal vergibt man sich halt auch was damit, wenn man nur auf die Zahlen wartet. Und das je nachdem, ist ja grad, also die derzeitige Phase ist ja eine Pionierphase, die gerade genau. Deine Venues damit so gut wie null Budget ein vernünftiges Marketing zu betreiben, so also, wie das der Restaurant in Bochum halt macht. Genau auf dem Level funktioniert es zurzeit, glaube ich, ganz wunderbar. Deswegen, weil das halt noch über da der großen Masse läuft und da nicht große Budgets drin stecken, können gerade kleine Venues das für sich verwenden. Und das ist eine relativ wichtige Message für Foursquare oder um Foursquare zu nutzen. Man weiß gar nicht, ob man das vielleicht nicht sogar gut finden sollte, dass es so ist. Ja? Also wenn man jetzt gerade kleinere Läden zur Karte stellt. Also auf jeden Fall. Aber auch der kleine Laden, der ist irgendwie manchmal schwierig, das wirklich dieses Potenzial auch zu sehen. Deswegen mache ich auch gerne diese Session, um einfach wieder Leuten ein bisschen Material an die Hand zu geben, was sie wieder anderen Leuten erzählen können und irgendwann denke ich mir, funktioniert es. Mich würde interessieren, wer hier schon mal ein Special eingelöst hat. Es hat dann doch mal funktioniert. Ja, wir haben ja heute Morgen einige Beispiele gehört, die ja, versagt haben.
Nee, also mein negatives Beispiel ist wirklich nur das eine aus den Frühphasen gewesen. Lustigerweise eben bei einem in den USA sehr eingeführten Player, wo ich das gar nicht erwartet hätte, aber nein, so ist es halt. Und ansonsten war es erfolgreich. Da hinten war, glaube ich, noch eine Meldung. Da. Ja, ich hätte doch mal vielleicht nochmal eine grundlegende Diskussion gern angeregt. Wie kommen wir denn aus diesem Henne-Ei-Problem raus? Also ich bin auch faszinierter Foursquare-Nutzer, ich finde das toll, ich finde die Gamification schön. Meine Frau ist Friseurmeisterin mit einem eigenen Geschäft, dann habe ich das natürlich auch etwas promoted da und klar. Es gab genau 2 Check-ins von meiner Frau und mir. Ne? Und ist jetzt kein kleiner Laden und haben sich auch spezialisiert, aber es passiert einfach zu wenig. Wie kommen wir da raus? Also wir haben in Deutschland ein Riesenthema. Wer ahnt es? Exaktemundo. Also ich lerne immer wieder bei meinen Vorträgen über Mobile Apps, dass die Menschen glauben, wenn sie sich Foursquare runterladen, dass dann automatisch ihre komplette Historie, die sie mit dem Handy in der Tasche verbringen, dort hochgeladen wird. Also diese Denke gibt es, dass man halt Angst hat, das würde sozusagen automatisch ständig einchecken. Das würde schon merken, ah, hier ist das Dortmunder U, zuck, check-in. Dass wir da was tun müssen, dass wir erstmal einen Account aufsetzen müssen und dass wir dann sagen, bin ich hier bei dieser Location und jetzt checke ich hier ein und ich kann einchecken öffentlich oder ich kann einchecken privat, nur für mich, wenn ich zum Beispiel im Urlaub wissen will, wo war ich hinterher, das wissen halt viele einfach nicht. Das geht nicht mehr. Ich habe noch iOS 6. Man muss auch schwer davon ausgehen, dass alle Orte automatisch mittrackt, auch wenn man sich nicht erklärt. Ja, dass das Foursquare tut, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber sie hatten halt oft die Befürchtung, es gibt ja leider diese unrühmlichen Zeitungsberichte, die dann auch dazu führen, dass dann die Leute sagen, Mai, wenn ich jetzt hier einchecke und sage, ich bin nicht zu Hause, dann öffne ich quasi schon die Tür. Ja gut. Da bringe ich dann immer das Standardargument, wer einen normalen 9-to-5-Job hat, der sagt seinen Dieben auf, du kannst von 10 Uhr bis 4 Uhr sicher einbrechen. Also da habe ich keine Angst vor. Und man kann ja auch entscheiden, wer das alles sehen kann. Also ich wurde tatsächlich auch schon von Leuten gefragt, ja, du checkst dich ja immer irgendwo ein und hast du keine Angst, dass dann jemand weiß, dass keiner zu Hause ist. So A, können die meistens da eh nichts klauen, was wertvoll ist, das habe ich meistens mit in meinen Rechner nämlich. Und zweitens, das sehen tatsächlich nur Bekannte. Also ich mache das, poste das nicht in die große weite Öffentlichkeit, außer wenn ich jetzt vielleicht, sage ich mir jetzt beim Foursquare Camp, aber tatsächlich jeder, der arbeitet, ist ja auch zu bestimmten Zeiten nicht zu Hause. Also da habe ich dann keine große Angst vor. Stichwort gesunder Menschenverstand. Ja. Ja, aber wie kriegen wir trotzdem die Killer-Applikation noch dahin, dass es der breiten Masse akzeptiert wird? Wenn irgendeine Tankstelle das macht, dass man für ein Einchecken 1 Cent weniger pro Liter bezahlt. Wer hat eine Tankstellenfirma oder eine Mineralvertrieb? Moment, gab es nicht ein Handyverbot an der Tankstelle? Ja, da hättest du eh mal mitgebracht. Muss man in der Kasse einchecken, ja. Die haben es mit ADAC. Also ich meine, die Tankstelle finde ich gar nicht schlecht, weil man sagt, man weiß ja gar nicht, wie educating eine Tankstelle sein kann, weil das ist ja schon wirklich etwas, wo viel hingehen und da drückt einem oft das Thema Geld an der Stelle. Ja, ist eine gute Idee. Ich meine, Journalisten überzeugen, dass sie vielleicht eher mal über positive Bereiche oder Beispiele von solchen Check-ins erzählen, anstatt immer nur diesen Datengau und den Einbrecher an die Wand zu malen. Vielleicht nochmal auf das Tankstellenbeispiel. Ich halte es für kein kluges, weil es werden genau die tun, die ohnehin tanken. Also die Logik hinter diesem Tankstellenbeispiel macht es auch, glaube ich, sonst zu kompliziert. Weil wer kommt hin? Der sowieso tanken will und dann günstiger tankt. Also dieses Phänomen, dass ich glaube, wenn ich etwas rabattiert anbiete für etwas, was sowieso einen Großteil der Kunden braucht, dann habe ich keinen Effekt davon, zumindest keinen monetären. Ich tanke nicht automatisch mehr. Hallo, jetzt als Beispiel, ich fahre, wenn ich von Olfen, wo ich ursprünglich herkomme, ins Ruhrgebiet fahre ich an einer Strecke vorbei, wo ca. 10 Tankstellen sind, ich habe Preisdifferenzen von bis zu 16 Cent den Liter. Und ich kann dir sagen, die Tankstellen, wo es am teuersten ist, die sind am leersten. Das heißt also, ich habe schon den Eindruck, dass die Leute unterscheiden. Und ich kenne auch relativ viele, die zum Beispiel beim ADAC Mitglied sind, nicht weil sie da besonders günstige Helikopterflüge bekommen, sondern weil man da 1 Cent bei Shell spart. Also ich glaube schon, der Deutsche ist so ein sparsamer Fuchs, der versucht so etwas auszunutzen, auch wenn er vielleicht dadurch insgesamt sogar mehr Kosten hat, weil er einen 2 Kilometer Umweg fährt.
aber ich glaube schon, das würde was bringen. Aber hinter ADAC steckt ja nun wieder auch nicht dieser Datenschutzaspekt. Also ich meine, auch unabhängig, ob der Ruf jetzt gelitten hat oder nicht, ist es ja letztendlich so, dass es ja nun mal auch die gelben Engel sind. Und wenn die gelben Engel mit dem bösen amerikanischen Netzwerk vergleicht, also ich weiß, worauf du hinaus willst, und ich denke einfach, das Argument dahin zum ADAC für die deutsche Mehrheit. Ja, Moment, das war ja nur das Beispiel, dass Leute tatsächlich bereit sind, um Sprit zu sparen, Mitglied beim ADAC zu sein, damit sie die günstigste Tanke finden. Also insofern, das war ja nur, um zu sagen, ich meine, ich wohne in München, wir haben Österreich um die Ecke, da gibt es auch einen Haufen Leute, die Sprittourismus betreiben und halt irgendwo nach Österreich zum Tanken fahren. Ja? Also insofern, ich kann mir da schon auch vorstellen, dass da noch der ein oder andere, ich bin selber nicht so ein passionierter Autofahrer, aber wo das halt auf jeden Fall was bringen würde. Was haben wir denn noch für Ideen? Also ich meine, Presse finde ich schon einen Punkt, weil bisher liest man ja immer eher was Gegenteiliges. Wir hatten ja auch ein deutsches Netzwerk, also das gab es ja eigentlich auch, in Berlin war es recht stark, aber das hat es leider auch nicht geschafft. Was wäre noch ein Beispiel? Ich wundere mich gerade, was die Presse jetzt irgendwie besonders an Foursquare interessieren sollte. Die Presse berichtet über das, was bereits ein Phänomen ist. Also die macht eher weniger was zum Phänomen. Also die greift ja Trends und Themen auf. Julia Engelmann hatte 1 Million Views auf YouTube, dann wurde darüber berichtet oder sowas in der Art. Also da würde ich jetzt nicht so große Hoffnung drauf haben. Was vielleicht noch eine Strategie irgendwie ist, ist, dass Foursquare nicht auf das Check-in damit halt seinen Fokus setzt, sondern dass es halt als What's Around Me die entscheidende App wird und dann über eine gut geschnittene API halt einfach auf ganz vielen Plattformen mitverwendet wird. Also es muss sich halt spreaden, es muss raus aus einer App und insgesamt ganz weit kompatibel werden mit ganz vielen anderen Services und ganz vielen Webseiten halt einfach ein Benutzungsrecht für die Daten mit einräumen, wo dann von mir aus auch immer das kleine Foursquare-App mit Icon mit dabei ist. Und das wäre ja die gängige Strategie, um die Verbreitung zu erzeugen. Wer von den anwesenden Foursquare-Nutzern shared denn seine Foursquare-Check-ins mit Facebook? Manchmal. Ja. Wenn ich angeben will. Und mit Twitter? Okay. Er ist lustig, ne? Mit Twitter meistens häufiger als mit Foursquare. Der Facebook. Ja, stimmt. Ja. Gerade heute. Ne? Alle. Und seid ihr zufrieden mit dieser Schnittstelle? Na, Instagram, genau, nach Instagram muss ich noch fragen. Wer chat denn von Foursquare zu Instagram? Umgekehrt. Ja, umgekehrt, genau. Von Instagram zu Foursquare. Okay, aber auch eher weniger, ne? Ich habe mal vor 2 Jahren, glaube ich, gefragt, wer dann Foursquare-User war. Da waren ganz wenige, die tatsächlich zu Facebook geshared haben, aber viele zu Twitter. Insofern hat sich das dann offensichtlich ein Stück weit gedreht. Also man ist dann doch eher bereit, das nochmal woanders hin zu transferieren. Und habt ihr dann die Erfahrung gemacht, wenn ihr ein Foursquare-Check-In dorthin geshared habt, dass Menschen, die noch nicht auf Foursquare sind, euch angesprochen haben? Was ist denn das? Nee? Okay. Also das habe ich schon erlebt. Aber auch jetzt nicht mehr so häufig. Also man hat so manchmal das Gefühl, okay, ein paar Leute haben schon verstanden, was es ist, aber sie mögen es nicht. Ich denke, mit richtiger Werbung oder so einem Archivarsystem, gibt es da irgendwelche Flashes zu Foursquare oder andere Sachen? Das ist interessant. Das habe ich auch schon mal überlegt nach meinen Vorträgen, wenn dann Leute sagen, oh, und jetzt mache ich ein Sign-up. Und ich so, ja, was habe ich davon? Nee, stimmt. Das wäre natürlich auch noch so ein Punkt. Member gets a member. Kenne ich jetzt nicht. Gibt es das von Foursquare an irgendeiner Stelle, dass man da, wenn ich den und den empfohlen habe und die machen hinterher ein Sign-up, dass man dafür in irgendeiner Form ein Badge bekommt? Ich habe also nicht 100 Leute zu Foursquare gebracht. Nein. Ey, aber gute Idee. Könnte man mal anbringen, dass es sich sowas einfassen hat. Es gab mal diese Ambassador Cards, könnt ihr euch noch erinnern? Aber die waren nur, wenn man ein Business-Account aufgesetzt hat. Die gab es mal. Aber nicht für Mitglieder. Wir haben Mitglieder. Gut, ich würde sagen, wenn ihr alle verstanden habt, was ein Special ist, super.
Tragt es weiter. Ich werde die Prezi hochladen auf Prezi. Also ich könnte das auch gerne weiterverwenden und nutzen. Ja? Noch mal eine Frage. Ja? Zu den Specials kann ich ganz einfach auf der Venue-Site einrichten, wenn ich Inhaber eines Venues bin. Wenn man diese Venue als geclaimed hat, wie das immer so schön heißt, also wenn man sich dafür eingetragen hat. Okay, das hat schon aber nicht Und dann würde ich sagen, schreibt drüber, also über das Thema Specials, damit vielleicht wieder ein paar Leute mehr davon mitbekommen, dass es diese wirklich interessante Möglichkeit gibt. Und dann erleben wir vielleicht auch das Henne-Ei-Problem, dass es dann endlich irgendwann vorbei ist und daraus irgendwie ein Rennen geworden ist. Ja, ich danke euch. Bis später. Ja.